Moinsen. Mensch, Timi, du mal wieder in Mühlheim. Warum wundert mich das jetzt gerade mal nicht? Ja, aber deine letzte Macintosh-Vorführung hat mich nicht losgelassen. Ja, da haben wir ja unser Ziel erreicht, ne? Dann machen wir mal direkt weiter. Hoch mit dir. Okay. Das letzte Macintosh Hot or Schrott Video, was ich zusammen mit Paul Otto von Impulstreu gemacht habe, ist ja schon ziemlich gut bei euch angekommen. Einzige Kritik war, dass wir nicht so richtig auf die einzelnen Geräte eingegangen sind. Das wollen wir in diesem Video ändern, das wollen wir wirklich heute uns vornehmen. Wir oder Paul wird 10 Geräte in einer Stunde vorstellen. Bevor er das aber macht, stehe ich hier gerade von diesem Macintosh-Schild und frage mich, was für eine Funktion hat das? Paul, erzähl doch mal, das ist wirklich nur ein Schild, oder? Ja, das ist unsere Macintosh-Leuchtreklame. Ja. Nennt sich Lightbox. Ist eigentlich das witzigste Produkt, das Macintosh im Programm hat. Ja. Weil es kann wirklich ausschließlich diesen wunderschönen grünen Macintosh-Schriftzug in voller Größe getriggert mit Ein- und Ausschaltsignal dem Musikanlagenbesitzer leuchtend entgegenstrahlen quasi. Verrückt. Es ist ein sehr witziges Produkt, weil es gibt ja bei einigen Macintosh-Fans so diese Macintosh-Krankheit, dass wenn du 4 Fächer im Rack oder im Regal hast und nur 3 Geräte hast, dass es dann schon schwierig ist, es zu ertragen, dass das vierte Fach nicht gefüllt ist. Okay. Das kann zum Beispiel die Lightbox, da kann die Lightbox Abhilfe schaffen. Sie ist inzwischen von hinten sogar geöffnet, was dann wieder ein Stück weit Sinn ergibt, weil dann kannst du dieses ganze hässliche Zeug, was jede oder viele Anlagen ja heute haben, Netzwerk, Router, Fritzboxen, irgendwelche Verteilergeschichten, die kannst du halt super hinten in dieses Gehäuse einfach von hinten reinlegen und hast das Theater halt aus deinem Sichtbereich raus. Aber jetzt mal unter uns, wir sprechen heute hier nicht über Preise, aber wie alles hat auch dieses Macintosh-Gerät einen gewissen Grundpreis, der auch schon oft verrufen wurde, aber ich meine andererseits... Ist auch verrückt, das sind echt Luxusprobleme. Ja, das sind Luxusprobleme, aber es scheint zu funktionieren, weil hast du irgendwo bei deinen Kunden, ich habe einige Kunden, die das in ihrer Anlage, in ihrem Setup integriert haben und es lieben, hast du schon mal irgendwie, jetzt dürfen wir keine anderen Brands nennen, aber nimm Bentley, Rolls-Royce, Louis Vuitton, Gucci, ich habe da noch keine Leuchtreklame im Wohnzimmer gesehen, wo die Kunden tatsächlich auch noch Geld für ausgegeben haben. Deswegen müssen wir dafür Respekt. An der Stelle ja doch irgendwo ein gewisses Standing haben. Ich habe das gemacht hier. Ja. Mein Logo auf eine Plattenbürste kostet 10 Euro. Nicht aber 12 Euro in der Produktion. Ist wahrscheinlich so eine reine Ego-Nummer. Ne? So, komm, was machen wir heute? Wofür steht Macintosh? Haben wir uns überlegt. Ja, genau. Macintosh sind Verstärker. Mal so in erster Instanz, wo Macintosh über die Jahrzehnte since 1949, wir gehen auf das 75-jährige Jubiläum zu, in Binghamton, New York, also eines der ganz wenigen Brands und Marken, die wir heute noch haben. Ja, sie werden auch mal verkauft und auch die Amerikaner wollen Geld verdienen und da ist auch ein gewisses Marketing. Und die ganzen Themen hinter kriege ich ja immer zu hören, aber es ist halt nach wie vor eine der ganz wenigen Marken, die seit jetzt über 70 Jahren an einem Standort ist und auch über Jahrzehnte mit vielen gleichen Leuten halt ihre geilen Produkte weiterentwickelt. Und da gehören halt primär mal Verstärker zu. Ich meine, das ist das Thema, mit dem Macintosh halt bis heute omnipräsent ist in der Szene. Und deswegen fangen wir, glaube ich, mal an, Stereo-Verstärker jetzt mal der Reihe nach vorzustellen. Das ist eine echte Geschichte dahinter. Also mit welchem Verstärker fängst du an? Ich würde mal sagen, von klein nach groß. Okay. Auf geht's. Macintosh MA252AC, der aktuell kleinste Vollverstärker, den Macintosh im Programm hat. Was aber super spannend ist, Macintosh hat ja so ihre Highlights im Verstärkerbau und selbst dieser kleine Zwerg hat schon viele von diesen an Bord. Was bei Macintosh ja seit einigen Jahren sehr konsequent vorangetrieben wird, ist die Kombination aus Röhren in der Vorstufe und Transistoren in der Endstufe, nennt sich seit diesem Jahr offiziell auch Hybrid Drive Technology im Hause Macintosh, heißt bei ihm konkret, zwei Vorstufenröhren, zwei Phono-Vorstufenröhren für Phono-MM, MC kann er leider nicht, und einen leistungsstarken Transistor-Endstufenblock mit 2x160 Watt an 4 Ohm und immer noch 2x100 Watt an 8 Ohm. Was im Klartext in der Anwendung heißt, damit bekomme ich Bookshelf-Lautsprecher super angetrieben und es reicht auch schon für kleine Standlautsprecher, um die mit dem Verstärkermodul ordentlich zum Klingen zu bringen. Was
er an Ausstattung mit sich bringt, ist recht überschaubar, aber in der Geräteklasse auch absolut ausreichend, wenn man mal ehrlich ist. Er hat kein Digitalmodul an Bord, braucht er meiner Meinung nach auch nicht unbedingt. Man nimmt einen Bluesound Note oder einen Lumen D2, wenn man streamen möchte. Da sind gute Wandler schon in der jeweiligen Preisklasse mit eingebaut. Haben wir schon regelmäßig so kombiniert, funktioniert hervorragend. Dafür hat er einen symmetrischen XLR-Eingang, wie die typischen Macintosh-Verstärker halt immer symmetrische und unsymmetrische Eingänge bieten, hat man halt auch hier schon einen symmetrischen, zwei zusätzliche unsymmetrische. Und wenn man mal ehrlich ist, an Anschlüssen reicht das für die allermeisten Setups auch aus. Was er als ganz spannendes Gimmick hat, er hat noch einen zusätzlichen Subwoofer-Anschluss. So kann ich, wenn ich jetzt ein kleines Setup mit Bookshelf-Lautsprechern aufbaue, mir immer noch die Option offen halten, vielleicht doch mal noch einen Subwoofer irgendwo in die Ecke zu stellen, den entsprechend mit ihm auch anzusteuern. Ist ein ganz nettes Feature, was der ein oder andere vielleicht ganz gut gebrauchen kann. Ansonsten von der Ausstattung, die Höhen sind regelbar, die Bässe natürlich, die Balance wie bei jedem Verstärker. Man kann es aber auch alles ausschalten für diejenigen, die sagen, das brauche ich alles nicht. Er hat ein kleines Display vorne, der Quelle und Lautstärke aktuelle anzeigt und halt auch durchs Menü führt, wenn man halt Einstellungen vornehmen möchte. Er hat einen ordentlichen Kopfhörer-Vorverstärker schon direkt oder Kopfhörerverstärker mit an Bord, dass ich also auch durchaus, wenn ich mal in Ruhe Musik hören möchte, einen guten Kopfhörer anschließen kann. Das funktioniert sehr gut, da brauche ich auch nichts zusätzliches externes. Ja, ich würde sagen, von der Preis-Leistung her, auch da zeigt Macintosh, ist es ein super Gerät, um halt auch, ich sag mal, Einstiegs- und kleine Setups auf einem sehr hohen, sehr musikalischen Niveau aufzubauen. Juhu. Tada! Paul, du hast gerade erwähnt, Macintosh 252 AC heißt das Produkt. Ja. Was bedeutet dieses AC zum Schluss? Weil ja, in anderen Ländern ist das ohne AC. AC ist das Kürzel für Audio Components. Das ist der seit über 40 Jahren in Hamburg ansässige Exklusivvertrieb für Deutschland und Österreich, für die Macintosh-Produkte unter anderem. Und das Kürzel AC, es ist auch hinten jeweils ein Aufkleber immer auf den Geräten drauf, heißt, die Geräte sind seriennummernmäßig erfasst, dass sie über Deutschland gekommen sind, werden bei AC nochmal gecheckt. Es gab früher Einstellparameter, die damals noch auf den europäischen Markt angepasst worden sind. Ja. Das findet heute in der Art nicht mehr so statt, wie das früher mal der Fall war, weil ging letztendlich um die Bias-Steuerung, die Ruhestromsteuerung der Röhren und der Transistoren. Mhm. Das machen die Geräte inzwischen weitestgehend von alleine. Aber was sehr spannend ist als Gimmick, es ist bei jedem Gerät automatisch ein ordentliches Shunyata-Netzkabel dabei, im Venom HC. Also auch, sag mal, ein schon sehr hochwertiges Einstiegsstromkabel, so ja, im 600-700-Euro-Bereich. Brauchen die Geräte ehrlich gesagt auch, weil Macintosh-Verstärker sich wirklich, letztendlich wie jeder Verstärker, freut, wenn er halt eine gescheite Stromversorgung bekommt. Und da gibt es ja immer die wilden Diskussionen drüber, aber es fängt tatsächlich beim Netzkabel an. Mhm. Und somit ist bei dem Gerät oder bei den AC-Geräten schon mal sichergestellt, dass ich zumindest dieses gute Einstiegsnetzkabel immer schon mit dabei habe, mit dem ich erstmal in einfachen und normalen Setups auch lange, lange wirklich gut auskomme. Mhm. Was halt für uns als Händler an der Stelle ganz wichtig ist, auch wenn es um Inzahlungnahmen oder spätere Verkäufe geht, die AC-Geräte sind, wie gesagt, gelistet. Wir geben 5 Jahre Garantie über die normale Endkundengarantie, die 24 Monate hinaus, bekommt man bis zu 5 Jahren Garantie, weil die Geräte halt personalisiert und angemeldet werden. Mhm. Und was seit kurzem jetzt angeboten wird, bei vielen Gebrauchtgeräten gibt es eine Second-Life-Garantie, die Audio Components jetzt ins Leben gerufen hat. Sprich, wir können je nach Alter und Herkunft des Gerätes halt auch bei Gebrauchtgeräten nochmal 24 Monate geben, was natürlich gerade im Gebrauchtkauf eine sehr spannende Option ist, weil halt sichergestellt ist, dass über die Macintosh-Fachwerkstatt, Audio Components-Werkstatt in Hamburg, halt auch sichergestellt ist, dass im Garantiefall der Händler bzw. der Vertrieb sich kümmert. Das ist ja schon ein echter Vorteil. Auch wenn man bei einem für Deutschland autorisierten Fachhändler kauft, hat man dann ja schon einige Vorteile. Ja. Und das ist wirklich das Problem, wenn wir halt nicht AC-Geräte angeboten bekommen, können wir die nicht in Zahlung nehmen, aber ich nehme sie nicht in Zahlung, weil ich halt auf der Abwicklungsproblematik sitzen bleibe, wenn wirklich mal was sein sollte, weil es dann halt auch wirklich schwierig wird, Ersatzteile und Service zu bekommen, was aber ehrlich gesagt ja irgendwo auch nachvollziehbar ist. Verstehe. Du hast eben noch gerade erwähnt, kleine Setups. Womit würdest du das kombinieren? Ja, das ist das Spannende bei dem 252, weil er halt gerade durch einen sehr fairen Einstiegspreis in die Macintosh-Welt halt noch gut Luft für die weiteren Komponenten liefert. Wir reden da über Anlagen im Preissegment, ich sag mal so zwischen 7 und knapp unter 10.000 Euro, je nachdem, welche Ausstattung man wünscht. Wenn man Vinyl spielt, bieten sich da gute Einstiegsplattenspieler von Project zum Beispiel an.
Oder im Streaming-Bereich, wie vorhin schon erwähnt, der Lumen D2 ist ein Streamer, der mit ihm schon regelmäßig halt rausgegangen ist. Wenn man Stream jetzt eher nur zum Radio hören und mal als nettes Gimmick nutzt, ist ein Blue Sound Note nach wie vor echt ein super Streamer, um ihn auch mit ihm zu kombinieren. Toller Einstieg, ja. Das ist also, da hat man wirklich auch schon ein sehr schönes musikalisches Setup, das schon richtig Spaß macht. Im Lautsprecherbereich kommt's. Viele Kunden, die sich für das Gerät entscheiden, haben halt eine Kombination aus Vintage-Optik, nicht ganz so dickem Auftritt wie jetzt mit den großen Macintosh-Geräten. Also mitunter hat man auch etwas, sag mal, reduziertere Platzverhältnisse. Deswegen kommen halt da öfter auch Bookshelf-Lautsprecher zum Einsatz. Da nehmen wir Sonos Faber Sonetto-Serie, bietet sich da super an. Martin Logan hat gerade eine neue, sehr schöne Serie mit einem Bändchen-Hochtöner rausgebracht. Mhm. Also da gibt's spannende Kombinationsmöglichkeiten. Er hat, wie vorhin gesagt, halt auch schon genug Power, um halt auch eine kleine Standbox schön anzutreiben. Also wir haben sogar schon mal ein Setup mit einer JBL L100 verkauft, weil der Kunde halt wirklich so ein bisschen Loft-Optik, cool. Vintage-Retro-Charakter haben wollte. Spielt hervorragend. Ja. Gut, ein bisschen mehr Leistung können manche Lautsprecher immer ganz gut vertragen. Aber wie gesagt, wir reden über 100 respektive 160 Watt. Da sind wir schon auf einem guten Niveau unterwegs. Also da kann man auch mal auch durchaus abends mal ein paar Gäste einladen und Party machen. Was man halt bei Macintosh dazu sagen muss, die machen die Leistung. Und die machen die Leistung auch wirklich nicht nur 5 Minuten, weil sie dann abschalten und zu heiß werden. Wir sehen das hier auch, er hat sehr ausgeprägte Heatsinks. Mhm. Und mit dem Macintosh-Logo, die Monogrammed Heatsinks, wo wir wieder bei den amerikanischen Fachbegriffen sind. Also die Macintosh-Verstärker, selbst bei dem Kleinen angefangen, bringen die Leistung halt auch über einen längeren Zeitraum. Und das muss man einfach sagen, das ist so eins so der Aushängeschilder, die halt Macintosh an der Stelle auch hat. Okay, und jetzt will ich vielleicht mal eine Stufe höher gehen, vielleicht auch mit DAC, weil der hat ja keinen DAC eingebaut. Was mache ich dann? Ja, dann wechseln wir jetzt auf den MA8900. Alles klar. Die klassischen Stereo-Vollverstärker von Macintosh. Ich habe hier heute mal einen MA8900 AC hingestellt. Der ist eigentlich der Repräsentant für den klassischen Macintosh-Verstärker, wie er halt im HiFi-Bereich ganz, ganz oft in den letzten Jahren eingesetzt worden ist und eingesetzt wird immer noch. Der Nachfolger steht in den Startlöchern, das ist der 8950. Ich habe aber mich extra für ihn nochmal entschieden, das ist nämlich die Limited Edition. Das heißt, es gibt extra für den deutschen Markt, sind nochmal 89 8900er produziert worden, die auch noch verfügbar sind. Charlie Randall, der CEO von Macintosh, hat persönlich unterschrieben, die Geräte sind durchnummeriert, ist ein ganz nettes Gimmick für einen Macintosh-Fan und nochmal eine Hommage an diesen doch sehr erfolgreichen, über Jahre schon in Deutschland vertriebenen Verstärker. Was macht diese Verstärkerreihe aus? Starten tut die Verstärkerreihe mit dem 7200er. Das ist der kleinere Bruder von der 89er bzw. 8950 Serie und wird natürlich dann obenhin von dem ehemaligen 9000er, jetzt 9500er, als großer Bruder wieder ergänzt. Ich gehe mal ein bisschen auf die Gimmicks ein. Es sind die ersten Vollverstärker von Macintosh, die schon die Autoformer-Technologie mit an Bord haben. Das ist auch so das Kernargument, was für diese Geräte spricht. Das startet bei dem 7200er und ab der Größe haben halt alle Macintosh-Verstärker Autoformer mit an Bord. Wie baut Macintosh Verstärker? Relativ klassisch mit einem sehr dicken Netzteil, einer sehr guten Stromversorgung, einem großen Transistorverstärkerteil. Es ist ein reiner Transistorverstärker, es ist keine Röhre verbaut. Und dann kommen halt auf der Ausgangsseite hinter dem Verstärkermodul diese sogenannten Autoformer. Das ist ein Thema für sich, was man lange diskutieren kann, was Macintosh aber seit vielen Jahren oder im Prinzip von Anbeginn im Transistorbereich sehr erfolgreich verbaut. Wir kennen es normalerweise nur aus der Röhrentechnik, wo halt eben die Ausgangsspannung der Röhren runter transformiert werden muss, um Lautsprecher verträgliche Anschlusswerte letztendlich zu bekommen. Macintosh nutzt diese Technologie einerseits mit dem Vorteil, dass drei verschiedene Wicklungen, eine 2-Umwicklung, eine 4-Umwicklung und eine 8-Umwicklung vorgesehen sind. Was halt heißt, die Verstärkertransistoren laufen unabhängig von der Anschlussimpedanz der Lautsprecher. Sprich, ich habe die volle Leistung, die ich bei Macintosh kaufe, egal welchen Lautsprecher ich anschließe. Sprich, wenn ich mir heute so einen Verstärker kaufe, der zum Beispiel mit 4 Ohm seine 200 Watt, die Geräte machen 2x 200 Watt, seine 200 Watt gerne bekommen möchte und ich tausche den Lautsprecher irgendwann gegen ein 8-Ohm-Modell, muss ich mir keine Sorgen machen, oh Mensch, 200 Watt an 4, dann hat er höchstens 100 an 8. Nein, das ist bei Macintosh wirklich der Fall, dass halt diese Leistung auch voll bei 8 Ohm anliegt. Das ist zum Beispiel einer dieser Vorteile. Was tonal ein Riesenvorteil ist, ist, dass halt keine physische Verbindung zwischen den Endtransistoren und dem Lautsprecher letztendlich besteht, weil halt diese induktive Geschichte mit den Autoformern dazwischen ist. Das bedeutet in der Anwendung, in der täglichen,
dass jegliche Rückmeldung und jegliches Ausschwingverhalten, was ja im Lautsprecher in der Schwingspule wieder Spannung induziert, nicht bis in die Verstärkereinheit zurückkommt, sondern in dem Autoformer letztendlich aufgefangen wird und da auch bleibt. Sprich, der Verstärkerteil spielt fröhlich vor sich hin und hat keine Auswirkung darauf, was letztendlich am Lautsprecherausgang passiert, ob der Verstärker gut klingt, besser arbeitet oder schlechter arbeitet. Und das ist einfach, man könnte jetzt wieder fragen, warum machen das die anderen nicht auch so? Ich weiß es nicht. Es funktioniert hervorragend. Die Verstärker spielen unfassbar dynamisch, haben einen super Punch im Bass, sind unglaublich musikalisch und von daher scheint an der Technologie viel Wahrheit zu finden zu sein. So, wie sind Macintosh-Verstärker ausgestattet in der Regel? Das ist in den Serien weitestgehend immer vergleichbar. Die Geräte haben Digitalmodule hinten eingebaut. Das heißt, man kann per Toslink, per Coax, inzwischen auch per HDMI direkt hinten in die Geräte reingehen. Was es natürlich von der Gesamtkonstellation der Anlage sehr spannend macht. Ich brauche erstmal keinen externen Wandler. Der Wandler ist sehr gut, der hinten eingebaut ist. Und ich kann im Regelfall alle digitalen Geräte, ob es ein SACD-Spieler ist oder ein Streamer oder halt eben auch eine Schnittstelle zur Filmwelt mit dem HDMI-Anschluss, direkt in die Geräte hinten einspeisen. Die Verstärker haben alle eine sehr gute Phono-Vorstufe schon mit an Bord, die halt auch bei alteingesessenen Phono-Fans immer wieder guten Anklang findet. MM und MC habe ich also quasi beides zur Auswahl, kann auch beides verkabeln und beides entsprechend im Input-Bereich selektieren. Ich habe zahlreiche symmetrische und unsymmetrische Anschlüsse, sodass ich halt wirklich jegliche Anlagenkonstellation, jegliches Setup ohne Probleme gebaut bekomme. Ich kann die Vor- und die Endstufe noch aufteilen, wenn ich zum Beispiel später ihn als Vorverstärker nutzen möchte oder noch eine weitere Endstufe betreiben möchte oder vielleicht eine Raumakustikkorrektur noch dazwischen schalten möchte oder einfach einen Equalizer, was auch immer. Also die Verstärkervielfalt ist, die Anschlussvielfalt bei den Verstärkern ist sehr hoch. Da bekomme ich im Prinzip jedes denkbare HiFi-Setup ohne Probleme mit abgedeckt. Die Macintosh-Verstärker haben, sehen wir hier schon, die typische Pegelanzeige für Macintosh, wunderbar blau hinterleuchtet, sind natürlich über die Fernbedienung und übers Menü auch ausschaltbar. Das Menü bei den Geräten, hier unten ist ein Display angeordnet, was ich über den linken silbernen Steller hier entsprechend steuern und Veränderungen vornehmen kann. Ich habe zwei Ebenen. Ich habe die Standardebene, in der ich die aktuellen verstärkertypischen Parameter, Bässe, Höhen, Balance und solche Sachen einstelle. Und ich habe die Setup-Ebene, die es mir ermöglicht, Eingänge umzubenennen. Also ich kann halt Input 1 wirklich CD-Spieler oder Streamer nennen, was es ja so für die tägliche Anwendung ganz, ganz nett macht. Ich kann die Eingänge aber auch ausblenden. Wenn ich jetzt zum Beispiel überhaupt keinen Plattenfan bin und halt auch keinen Plattendreher angeschlossen habe, blende ich die aus und muss halt beim Input einstellen nicht immer über die nicht benutzten Eingänge entsprechend hinwegblättern. Ja, also wie eingangs schon gesagt, ist das Aushängeschild der 8900er der letzten Jahre der klassischen Stereo-Vollverstärker gewesen. Welcher es dann für die jeweilige Anwendung wird, muss man wirklich schauen, was wünscht der Kunde, wie groß darf er sein, wie teuer darf er sein, welche Leistungen braucht er. Es gibt gewisse Gimmicks, die größeren Geräte halt haben, die kleineren nicht haben. Aber das ist dann individuell. Wir haben die Geräte hier. Das können wir alles vorführen, zeigen und im Detail dann drauf eingehen. Ja, Demi. Paul, also eine Frage habe ich noch. Was ich ganz spannend finde, ist der Equalizer. Und zwar kenne ich das von ganz vielen Verstärkern, dass die nicht mal Bass und Trebles regeln können. Und das bemängeln sogar ganz viele bei mir, dass die sagen, hey, kennst du mal einen Verstärker, wo man wenigstens Bass und Trebles regeln kann? Da gibt es sehr, sehr wenige. Und bei Macintosh sehe ich jetzt auch noch, dass du herzbezogen halt 5 Regler hast. Ja, das kommt ein bisschen darauf an, für welches Gerät du dich entscheidest. Hm. Der 8.9er ist so die eierlegende Wollmilchsau an der Stelle. Der 7200er ist der kleine Bruder, der ist ein bisschen einfacher. Hm. Der hat vorne, das ist einer der Hauptunterschiede, hat diese 5-Band-Equalizer-Einstellmöglichkeiten nicht. Da kann ich übers Menü Höhen und Tiefen entsprechend einstellen, aber ich habe halt nicht die 5 Frequenzen, wie ich sie hier habe. Wenn du die eine Nummer größer nimmst, einen 9500er oder vielleicht sogar einen 12.000er, hast du sogar 8 Bände, die du regeln kannst. Das ist keine Spielerei, das hat einen ganz aktuellen, alltäglichen Hörhintergrund, weil wenn du dir die Frequenzen mal anschaust, sind die so gestaffelt, dass das im Grunde die Frequenzen sind, die dich insbesondere beim Vinyl hören, gerade wenn du jetzt so 70er, 80er Jahre Schallplatten, die ja mitunter nicht alle ganz so super toll produziert sind, auch teilweise vom Zustand ein bisschen oll sind, aber
immer noch deine Lieblingsplatten sind und die gibt es ja teilweise auch nicht mehr. Du musst ja mit den Platten klarkommen und willst sie auch hören, hast aber trotzdem so deine Soundprobleme. Sind das letztendlich genau die ersten 5 Frequenzen, mit denen du dir schon mal so die ersten Probleme vom Hals hältst? Mhm. 30 Hertz ist das typische Subsonic-Grummeln. 125 Hertz ist so dieser obere Bassbereich, der halt gerne mal etwas übersteuert und zu punchig wird oder auch mitunter halt zu schwach ist bei Platten, dass du dir einfach sagst, oh, die ist aber ein bisschen bassschwach, dann bist du mit dieser 120, 125 Hertz Skalierung irgendwo schon ganz gut dabei, um dir mal eben ein bisschen die Bässe reinzudrehen. Mhm. Was aber noch spannender ist, sind die 500 Hertz beziehungsweise die 2 Kilohertz, mhm. weil die 500 Hertz hat ganz oft so dieses Nasale beziehungsweise die 2 Kilohertz dieses aggressive Zischen am Ende des Mitteltonbereiches halt bei den Platten mit sich bringen. Und dann kannst du halt wirklich sagen, oh komm Mensch, das nehmen wir mal gerade ein bisschen raus und machen ein bisschen mehr Bass rein und schon klingt die Platte deutlich angenehmer. Ich meine, man kann ja dieses Equalizer-Thema auch immer hoch und runter diskutieren. Nur ganz ehrlich, wenn ich damit ein bisschen Knöpfchen drehen weiß, ich habe jetzt für die nächsten 35 Minuten meine Lieblingsplatte so, wie ich sie wieder gerne hören möchte und Spaß damit habe, so herzlich willkommen. Ich höre es ja immer wieder, wie viele es bemängeln, dass man gar nichts machen kann. Ja. Ne? Man muss es also so hinnehmen und fressen, wie man es hat. Und das, ich finde das als Vorteil, wenn man das machen kann. Ist bei den Geräten wirklich oft ein Argument, dass sich halt Kunden nicht für den 7.2er, der ein bisschen spartanischer ist, entscheiden, sondern halt zum Beispiel für den 8.9er oder jetzt zukünftig den 8950, weil halt, genau wie du sagst, viele sich so eine leichte Regelmöglichkeit einfach wünschen an der Stelle. Okay. Und jetzt nochmal eine Stufe höher als den Verstärker. Was haben wir da? Ja, dann würde ich sagen, dann gucken wir uns das Flaggschiff an aus der Vollverstärker-Reihe von Macintosh, das ist der MA12000. Okay. Das Flaggschiff der integrierten Vollverstärker von Macintosh, der MA12000AC. Auch ein Gerät aus der Welt des Hybrid Drives, wie Macintosh es so schön nennt, sprich eine Kombination aus Röhrenvorstufe und Massig Power als Transistor-Endstufe. Was macht dieses Gerät so besonders? Er ist der größte und leistungsstärkste Vollverstärker, den Macintosh hat. Er hat 2x350 Watt an 2 Ohm, 4 Ohm, 8 Ohm, natürlich wieder mit Autoformern ausgestattet, hat die Röhrenvorstufe, hat ein tolles Digitalmodul eingebaut. Er ist im Prinzip die eierlegende Wollmilchsau für diejenigen, die einen leistungsstarken, großen Macintosh-Verstärker brauchen, aber eben nicht den Platz haben oder nicht die Lust haben, sich noch eine Vorstufe, Endstufen, Mono-Endstufen ins HiFi-Setup zu bauen, sondern gerne einen Boolean in der Mitte stehen haben möchten, der alles an der Stelle erledigt. Ja, er vereint alle Tugenden, die Macintosh-Verstärker ausstattungsmäßig haben. Unzählige Eingänge, symmetrisch wie unsymmetrisch, schaltbare Ausgänge für Ergänzungen, für Subwoofer. Man kann entsprechend die Eingänge zuordnen, man kann sie umbenennen, man kann ihnen gewisse Eigenschaften, ob der Equalizer automatisch an ist oder nicht an ist, direkt zuweisen. Das ist alles über das Menü einstellbar. Auch der 12000er hat einen Equalizer vorne, ein 8-Band, also quasi die große Equalizer-Stufe, die Macintosh bei den Geräten anbietet. Sprich, ich kann gerade, wenn ich im Menübereich unterwegs bin, so die typischen Störfrequenzen, Nervfrequenzen, auch bei älteren oder nicht so toll aufgenommenen Platten, direkt händisch wieder rausdrehen. Thema Vinyl, natürlich auch MM und MC Eingangsstufe, die sehr gut funktioniert, wo man also lange noch nichts Externes braucht, wenn man halt auch ein kompaktes Setup mit Vinyl bauen möchte. Wie die typische Macintosh-Verstärker hat er halt auch das Feature, dass ich ihn in ein Heimkinosystem einbinden kann. Es gibt einen Pass-Through-Modus, der hinten über ein Steuersignal angesteuert wird, dass ich also durchaus, wenn ich zu Beginn oder später mal sage, Mensch, Stereo ist gut und schön, aber ich möchte auch mal auf einem hohen Niveau ein Konzert mit 5.1 oder einen Film schauen, bietet er quasi die Möglichkeit, weiter als Frontkanal-Endstufe mit den vorhandenen Lautsprechern genutzt zu werden. Die ganze Vorverstärkersektion ist dann an der Stelle ohne ernsthafte Funktionen, dass das Links-Rechts-Signal aus dem Heimkino-Setup wird direkt über einen definierten Eingang quasi an die Verstärkermodule weitergeleitet. Ja, das ist das, wie schon gesagt, das Flaggschiff, das dickste Gerät, das Macintosh in der All-in-One, also in der Integrated Amplifier-Sektion bietet. Es lohnt sich wirklich, sich dieses Gerät mal zu Gemüte zu führen. Wir haben das viele Kunden damit glücklich gemacht. Es ist, ob man alte Lautsprecher, neue Lautsprecher, Vintage-Lautsprecher, moderne Lautsprecher. Wir haben einen Kunden, der spielt das Gerät an der Tanner Westminster, den alten Riesenschränken. Wir haben aber auch Kunden, die eine Paradigm Persona damit spielen. Also der Verstärker kriegt sehr, sehr, sehr viel in den Griff und ist wirklich ein absolutes Traumgerät.
Die Endstufen von Macintosh. Da wird es jetzt natürlich spannend, gerade was Leistung und aber was auch das Gewicht angeht. Macintosh ist ja berühmt dafür, tolle Leistungsverstärker zu bauen. Und die Königsklasse ist es natürlich über die Integrated Stereo-Geschichten hinaus. Vor-Endstufen aufgetrennte, sprich eine Vor-Endstufen-Kombination von Macintosh, irgendwann mal in seinem Wohnzimmer zum Einsatz zu bringen. Jetzt ist die Frage, was macht die Macintosh-Endstufen so besonders? Wir haben hier mal die MA462AC stehen. Das ist die große Stereo-Endstufe von Macintosh, die aktuell im Programm ist. 52 Kilo schwer, 2x450 Watt an 248 Ohm. Und so die Universalwaffe für alle, die halt den Schritt in diese Zweiteiligkeit wagen wollen. Wir haben halt bei Macintosh auch da wieder die schöne Möglichkeit, im Vorverstärkerbereich zwischen Röhre und Transistor zu wählen. Das schon öfter erwähnte Hybrid-Drive-Thema bei Macintosh, dass man halt gerade im Vorstufenbereich die Klangeigenschaften, die Wärme und die Musikalität der Röhren ausnutzt, sich aber halt gerade im Endstufenbereich die Power und die Dynamik der Transistoren beibehält. Was macht die Macintosh-Endstufen jetzt so besonders? Sie sind auch klassisch aufgebaut mit einem fetten Netzteil, wie halt einfach beim guten Verstärkerbau wichtig, muss einfach sehr, sehr viel Strom im Gerät sein, aber halt auch den Autoformern, was halt die Schlüsseltechnologie der Macintosh-Verstärker im Transistorbereich bis heute ist. Was ist jetzt bei den Endstufen das Besondere? Es nennt sich Quad Balanced. Das ist auch wieder eine von Macintosh entwickelte Verstärkertechnologie, heißt Quad Balanced, dass eine Stereo-Endstufe nicht aus zwei Verstärkermodulen besteht, sondern aus vier Verstärkermodulen. Sprich, der linke Kanal hat nicht einmal 450 Watt, der hat zweimal 225 Watt, die in dem Autoformer über das Überlagern der jeweiligen Wicklungen, ein Autoformer ist ja letztendlich nichts anderes als ein gewickelter Transformator, in dem Autoformer diese beiden Endstufenkanäle wieder zu einem Signal zusammengeführt werden. Sprich, die Leistung verdoppelt sich. Warum macht man das? Kleinere Endstufenmodule sind grundsätzlich besser zu handeln und schneller als große. Das ist eins der Themen. Und ich habe die Möglichkeit, mir dadurch Störungen und nervige Nebeneffekte, zum Beispiel halt Rückspannungen von den Lautsprechern, Störeinflüsse, die halt aus dem System kommen, gerade eben auf dieser Lautsprecherleitungsebene vom Hals zu halten, weil sie halt im Autoformer eliminiert werden und verpuffen ganz einfach. Die Macintosh-Endstufen sind letztendlich alle gleich hochwertig ausgestattet. Ein symmetrischer Eingang, ein unsymmetrischer Eingang. Sie werden getriggert, dass sie also halt im gesamten System mit einem Gerät als Master ein- und ausgeschaltet werden. Ich habe sehr massive Lautsprecheranschlüsse hinten dran, dass man also halt auch große, schwere Lautsprecherkabel, große, schwere Stromkabel im C19-Bereich hinten ordentlich eingesteckt bekomme. Es ist also wirklich durch die Bank sehr stabil, sehr massiv, sehr solide. Ja, und das danken die Geräte einem letztendlich halt auch durch die Performance, die sie liefern. Wir haben die Geräte schon eingesetzt mit Macintosh eigenen Lautsprechern, aber auch mit großen Sonos Faber, Olympica Nova, aber auch der 800er B&W-Serie, die ehrlich gesagt mit dem Lautsprecher, die Lautsprecher, die regelrecht mit dem Verstärker aufleben und eine Spielfreude bekommen, wie halt viele B&W-Fans sie vorher auch oft noch nicht so gehört haben. Das sieht man ja auch oft in den ganzen Facebook-Gruppen und ähnlichen Online-Communities, dass halt sehr, sehr oft gerade große, anspruchsvolle Lautsprecher wie eine 800er B&W, aber auch große Tannoys, große Sonos Faber halt gerne auch mit Macintosh gespielt werden. Und da ist das im Vorendstufenbereich die absolute Premium-Einstiegsklasse. Wenn man es natürlich noch ein bisschen leistungsstärker und größer und schwerer haben möchten, dann sollten wir uns jetzt als nächstes mal die Monoblöcke anschauen. Und Dimi, jetzt pack doch mal bitte mit an. Hast du nicht zugehört? 52 Kilo, die kann ich doch alleine jetzt schlecht durch die Gegend tragen, oder? Und weißt du, was wir danach machen? Dann holen wir Monoblock. Und wie schwer sind die? Ach, das sage ich dir hinterher. Mono-Endstufen von Macintosh. Das ist natürlich, wenn man so die Historie und die Produktrange von Macintosh sich über die Jahre anschaut bis heute, ist das natürlich das absolute Optimum für jeden Macintosh-Fan. Ich habe jetzt hier mal eine 1.25 kW AC aus der aktuellen Serie auf dieses kleine Tischchen gehievt. Etwas Hilfe hatte ich mit den 72 Kilo, die dieses Gerät wiegt. Ich musste es gerade extra nochmal nachschauen, weil das sind ja so Zahlen, die vergisst man, wenn man es gerade in der Hand hatte, direkt wieder. Aber Scherz beiseite, wir haben das bei vielen Macintosh-Geräten schon gesehen. Die großen, schweren Geräte haben halt alle wirklich auch diese Griffe vorne dran. Und das ist nicht nur Show und irgend so ein Design-Gimmick, sondern das ist wirklich ein Händel, der so fest verschraubt ist, dass man den halt nutzen kann und auch nutzen sollte,
um sowohl die großen Vollverstärker, aber auch gerade hier so Endstufen, Mono-Endstufen entsprechend beim Aufbau, beim Transport damit halt auch zu handeln. Ja, es ist das typische Macintosh-Design der letzten Jahrzehnte, was halt gerade bei den Monos, gerade bei der 1.25 kW super zum Vorschein kommt. Das ist die große schwarze Glasplatte, der in dem Fall schon sehr üppig dimensionierte blaue Zeiger vom VU-Meter, der aber, muss man dazu sagen, halt nicht nur Show und nettes Gimmick ist, sondern halt tatsächlich die Werte sind eingemessen und das, was der Verstärker quasi anzeigt, liefert er auch an Leistung. Das ist oft gerade, wenn es halt um viel Leistung geht und auch um große Systeme geht, gar nicht so zu vernachlässigen, wenn man einfach sieht, was macht der Verstärker, wo steht der Verstärker und welche Leistung ist jetzt endlich hinten am Ausgang anzutreffen. Weil, ich meine, wir reden in dem Fall über 1200 Watt. Ich wiederhole, 1200 Watt für den HiFi-Bereich. Der kleine Bruder ist die MC611. Die haben wir jetzt hinten, sieht man wahrscheinlich im Hintergrund, ein Pärchen im Rack hinten stehen, hat dann entsprechend 600 Watt, sprich die halbe Leistung, ist auch schon für einen Monoverstärker im HiFi-Bereich sehr beachtlich, insofern das halt nicht nur Messwerte sind, sondern wirklich Ausgangsleistungen sind, die über einen längeren Zeitraum auch wirklich dauerhaft abgerufen werden können, dank der insbesondere sehr guten thermischen Konstruktion, die Macintosh hier bei den Geräten an den Tag legt, wo halt ein Thema, auf das man vielleicht nochmal eingehen sollte, sind die beiden Schutzfunktionen, das Sentry Monitoring und PowerGuard, sind auch zwei Macintosh-eigene Technologien. Das eine ist ein im Prinzip eine Soft-Clipping-Funktion. Was ist Clipping? Clipping ist das Gefährlichste, was für einen Lautsprecher passieren kann, wenn ein Verstärker an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit kommt, dass letztendlich die Sinuswellen, die als Leistung verstärkt werden, oben glatt abgekattet werden, weil der Verstärker einfach nicht mehr in der Lage ist, die Leistung, die von ihm gefordert wird, zu erbringen. Sprich, es werden Spannungen ins Lautsprecherkabel geschickt bei schlimmstenfalls Volllast, in dem Fall 1200 Watt, die halt sehr schnell zu einer sofortigen Zerstörung im schlimmsten Fall des Lautsprechers führen können. Das ist im PA-Bereich immer ein Riesenthema gewesen, wobei da halt gerade die Treiber noch deutlich robuster sind als hier bei uns im HiFi-Bereich. Da ist eine 25 mm Kalotte oder auch in der Sonos Faber so ein normaler Tiefmitteltöner. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Solange die Leistung sauber ist, können auch HiFi-Lautsprecher zumindest kurzzeitig eine Menge Leistung ab. Wenn das Signal natürlich unsauber wird, habe ich ein Problem. Gut, da muss man natürlich bei 1,2 kW Leistungen auch schon sagen, dass es halt schon für Lautsprecher gedacht ist, die auch entsprechend laststabil sind. Da sind wir auch wieder bei großen Magicos, Macintosh-eigenen Lautsprechern, die halt gerade durch die Vielzahl an verbauten Treibern halt auch einfach viel Leistung brauchen. Das ist schon eine Endstufenliga, die letztendlich jedem Lautsprecher gut tut, aber mit einem Augenzwinkern natürlich auch für die großen Jungs gedacht ist, die einfach viel Kontrolle, viel Leistung brauchen, die man aber tatsächlich halt hiermit perfekt hinbekommt. Es ist teilweise faszinierend zu sehen, insbesondere zu hören, was tatsächlich passiert, wenn man einen relativ einfachen Lautsprecher nimmt, der natürlich an einem kleinen Setup schon gut spielt. Wenn man den natürlich an so einen Boliden hängt, hebt es das ganze System nochmal wirklich in eine andere Welt. Das ist die Referenzserie von Macintosh. Wie gesagt, es gibt sie in 600 Watt, in 1200 Watt, in Transistor-Ausführung, um halt wirklich Power zu bekommen. Was sehr spannend ist, Macintosh, dadurch, dass halt Macintosh sowohl Röhre als auch Transistor beherrscht seit vielen Jahren, hat Macintosh natürlich auch große Röhrenendstufen, die auch spannend sind und die gucken wir uns jetzt mal an. Dimi, komm, pack nochmal mit an. Ich habe 72 Kilo, hast du gehört. Natürlich. Sag mal ganz kurz nochmal, du hast gesagt 1200 Watt. Ja. Hört sich für mich erstmal total übertrieben viel an. Und ich stelle mir die Frage, wofür brauche ich das erstmal oder kann ich sogar im Zweifel irgendwas kaputt machen damit? Nehmen wir mal die zweite Frage als erste. Du hast diese zwei Systeme, die ich gerade schon erwähnt habe, dieses Sentry Monitoring und dieses PowerGuard. Du kriegst natürlich mit 1200 Watt, auch wenn sie absolut sauber sind, kriegst du viele Lautsprecher einfach gnadenlos durchgeschossen, um es mal ein bisschen volksmündlich zu sagen. Für dich selber, das sind Protect-Systeme, dass du quasi, du hast ja auch bei 1200 Watt Leistung, hast du ja auch schon richtig Strom hinten an den Lautsprecherausgängen anliegen. Du kannst keinen Kurzschluss verursachen, der dem Verstärker schadet und alles, was dem Verstärker halt zum Beispiel durch eine Fehlverkabelung oder durch eine Übersteuerung an Schaden widerfahren kann, regelt er selber für sich. Dass also, ich sag mal so, von äußeren Einflüssen wie einem kaputten Lautsprecherkabel oder einfach ja, einem Kurzschuss oder dass ein Bananenstecker rausrutscht oder so, geht da an der Stelle kein Schaden aus. Braucht man 1200 Watt? Es kommt drauf an, was man machen möchte. Also mitunter braucht man 1200 Watt. Hand aufs Herz, für einen HiFi-Bereich ist es natürlich schon
sehr üppig dimensioniert, wobei, wenn man halt zum Beispiel die Macintosh-eigenen Lautsprecher spielt, die halt im Linienstrahlerprinzip arbeiten mit vielen kleinen Systemen, die brauchen tatsächlich Leistung. Da brauchst du jetzt nicht immer 1200 Watt, aber du hast halt da relativ schlechte Wirkungsgrade. Mhm. Und im Gegensatz zu Hornlautsprechern jetzt zum Beispiel, aber da brauchst du halt dann schnell mal anstatt 10, 15 Watt, brauchst du halt mal schnell 100, 150 Watt, um überhaupt in normale Hörlautstärken zu kommen. Und dadurch verschiebt sich halt diese ganze Headroom-Philosophie, die wir ja bei Macintosh halt die ganze Zeit letztendlich haben. Ich brauche auch keinen Vollverstärker mit 350 Watt. Die Anlagen leben aber von der Reserve, die halt hinten dran hängt, weil ich halt einfach dadurch, dass ich diese Leistung zur Verfügung hätte, so viel Headroom und so viel Reserve im Hintergrund habe, dass die Geräte halt bei einer Leistungsklasse von, sagen wir mal, 300, 400 Watt halt deutlich souveräner spielen als ein 400 Watt Verstärker. Der liefert auch seine 400 Watt, aber da ist dann Ende der Fahnenstange für ihn. Und für ihn ist es halt gerade erstmal ein Drittel der Leistung. Und ich sag mal so, im 300, 400 Watt Bereich gibt es durchaus auch große HiFi-Lautsprecher, die, wenn man mal ein bisschen lauter hört, wo halt in den Spitzen und in der Dynamik halt diese Werte auch relativ zügig erreicht werden. Okay. Brauchen, es ist eine Glaubensfrage an der Stelle. Hast du natürlich recht. Alles klar, was kommt als nächstes? Erstmal weg damit. Der zweite Bandscheibenvorfall. Okay. Nach vorne. Okay. Macintosh MC 3500 Mark II. Jetzt wird's spannend, was die Tradition und so dieses Thema betrifft, wenn ich immer wieder betone, Mensch, Macintosh hat doch schon so viel gemacht und Macintosh, da blüht mein Herz auf, wenn ich über die Geräte erzählen darf. Mark I, also quasi die originale MC 3500, war in den späten 60er, frühen 70er Jahren der erste Leistungsverstärker, der gebaut worden ist, der wirklich gescheit für professionelle Beschallungssysteme im großen Stil genutzt werden konnte, insbesondere in Amerika. Es gab Crown und es gab Macintosh. Und Macintosh war halt damals in der Lage, einfach 350 Watt Röhrenpower, 1968 ist die Jahreszahl, 350 Watt Röhrenpower langzeitstabil in einen Verstärker zu bekommen. Sprich, das ist der Verstärker, der Woodstock damals verstärkt hat, der MC 3500. Das ist der Verstärker, der mit Grateful Dead auf Tour war, der halt zu der Zeit einfach das absolute Must-Have im professionellen High-End-Beschallungssegment automatisch wurde, weil es halt unterm Strich nichts anderes gab. Muss man einfach mal so sehen. Heute ist es einfach, heute kostet Leistung kein Geld mehr. Aber damals war das ein absolutes Highlight. Ja, und anlässlich dieser Tradition hat Macintosh halt den Mark II rausgebracht, einen Röhren-Mono-Verstärker, wieder mit 350 Watt Röhrenpower. Im alten Design, ich weiß, wir können ja vielleicht in dem Video mal ein klassisches Bild einblenden. Es ist halt von der Champagner-Farbgebung etwas, setzt es sich etwas ab. So sahen früher die Macintosh-Geräte aus, die heutigen traditionellen Gimmicks mit der Glasplatte und dem Schriftzug sind natürlich, dürfen auch nicht fehlen, und dem blauen Zeiger. Aber grundsätzlich entspricht das Design schon relativ stark seinem Vorgänger aus den späten 60er Jahren. Es sind auch wieder massive Griffe dran. Es sind hinten Abstellmöglichkeiten, dass man das Gerät halt wirklich auch hinten auf die Rückseite stellen kann. Das Gehäuse ist nach hinten durchgezogen, um die Röhren zu schützen. Das sind nicht nur optische Gimmicks, sondern das waren damals auch schon die Ausstattungsmerkmale seines Vorgängers, um halt auch diesem dann einsetzenden Rock'n'Roll-Tourneebetrieb entsprechend gerecht zu werden. Weil, ich meine, das kann ja jeder sich mit Sicherheit vorstellen, Röhrengeräte jetzt auf der Straße einzusetzen und jeden Abend woanders und ständig auf- und abzubauen, das ist natürlich jetzt nicht rein mechanisch so die stabilste Variante. Er hat hinten 8 Ausgangsröhren EL509S, also richtig dicke Kaventsmänner, um es mal salopp zu sagen. 4 kleine Steuerröhren noch hinten dran. Es ist ein Traumgerät für jemand, der sich dafür interessiert und der Spaß dran hat, der muss zu uns kommen und muss ihn sich anhören und dann wirklich im Detail sich damit mal auseinandersetzen. Aber das ist wirkliche Audiotradition und da haben viele, viele Künstler, die wir bis heute hochschätzen, gerade im Rock-, Pop-, Jazz-Bereich hochschätzen und lieben und hören, haben mit den Geräten angefangen, ihre ersten großen Publikumsveranstaltungen halt zu beschallen und zu erreichen. Das ist die Macintosh-Tradition, von der ich immer rede. Ja, Paul, mega Kompliment an dich. Du erklärst das, finde ich, richtig gut. Ich kriege immer mehr Heißhunger auf die Macintosh-Geräte. Ist wirklich Hammer, sehr, sehr interessant. Und du bist halt teilweise auf die Tradition gerade eingegangen, hast aber mehr oder weniger recht moderne Geräte gezeigt. Mhm. Habe aber auch gesehen, dass du ein paar ältere Schätze hast, wo ich gar nicht weiß, ob die wirklich jetzt
im Sortiment sind, ob man die bekommen kann oder du die einfach als Museumsstücke hier rumstehen hast. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja klar, lass uns mal holen. Ja. Ja, da hast du ja mich vorhin schon drauf angesprochen. Ja. Das sind zwei ganz klassische Macintosh-Geräte, die vorneweggenommen bis heute in der Produktion und im Vertrieb sind. Natürlich in der Mark 2, 3, 4, 5 Version. Ja. Aber wir sehen hier einerseits eine ganz klassische Röhrenvorstufe von Macintosh. Die C22 ist jetzt hier in dem Fall die Commemorative Edition von Frank Macintosh. Er ist ja 1977 leider schon gestorben, hat 49 Macintosh gegründet und hat es halt auch bis zum Ende fast halt selber mitentwickelt und geleitet. Das ist das Sondermodell, was damals aufgelegt wurde. Wir hatten ein ganz klassisch aufgebauter Stereo-Röhrenvorverstärker mit einer super Phono-Stage drin. Mhm. Ist jetzt in der Mark 6 Version vor einiger Zeit rausgekommen. Ist von der Optik haben sie sich ein bisschen angepasst. Hier ist auch der klassische rote Ein-Ausschalter inzwischen vorne dran. Aber vom Grunddesign reden wir immer noch über die C22. Ist auch ein ganz gesetzter, über die Jahrzehnte klassischer Begriff in der Macintosh-Welt. Und das Innenleben? Das Innenleben ist neu gemacht. Ja, die C22 ist parallel mit dem neuen großen Röhrenvorverstärker, der C2700, entwickelt worden. Mhm. Also reden wir schon über elektronisch moderne Geräte, halt auf Vintage getrimmt. Aber gut, die Tradition, wie heißt der schöne Spruch, ist nicht das Bewahren von Asche, sondern das Weitergeben von Feuer. Mhm. Weil ich möchte ja auch gerne, wenn ich das Geld für die Geräte ausgebe, möchte ich ja ein modernes, adäquates Gerät haben. Aber nochmal, voll analog. Also in die Geräte kommt keine Digitaltechnik rein. Ja. Das sind reine analog Vorverstärker natürlich mit einer Fernbedienung inzwischen und so den kleinen Annehmlichkeiten, die man so braucht, aber voll am Original orientiert. Und da passt halt der Macintosh-Klassiker, jetzt sind wir im Prinzip ja an der Wiege von Macintosh angekommen, die MC275, 2x75 Watt Röhrenpower, einer der ganz, ganz klassischen Macintosh-Verstärker und auch eins der ersten Geräte, das Macintosh auf den Markt gebracht hat, womit sie halt auch ihre Popularität und ihren Durchbruch geschafft haben, wirklich seit den frühen 60er Jahren mit dabei. Das Modell hier ist die Gordon Go Special Edition, der quasi der Macintosh-Ziehsohn von Frank Macintosh und Geschäftsführer, der dann auch 1989 relativ plötzlich und unerwartet verstorben ist. Das war dann damals in den frühen 90er Jahren das Sondermodell, was ihm gewidmet wurde. Aber die 275 wurde bis heute oder wird bis heute in der aktuellen Version durchgebaut, hat immer noch 2x75 Watt. Hat sich von der Optik minimal verändert. Es sind inzwischen auch die Röhrensockel von den Steuerröhren sind inzwischen auch grün beleuchtet. Also es ist schon ein bisschen die Moderne eingeflossen. Mhm. Aber die Bauart und der eigentliche Charakter des Gerätes, auch die Röhrenbestückung, ist an der Stelle bis heute gleich geblieben. Also ist man sich da durchaus seiner Wurzeln bewusst und es sind auch Geräte, die halt noch regelmäßig Liebhaber und Neukunden finden, weil wir da natürlich auch an einem Punkt ankommen, wo du halt, wenn du dir das zu Hause im Wohnzimmer schön ins Regal stellst, gut, da leben ja viele Röhrengeräte von, aber gerade die 275 ist ja schon ein richtiger Designklassiker inzwischen an der ja. Stelle. Du kannst die Mono brücken, wenn du es ernst meinst, kannst du dir sogar zwei entsprechend als Stereo-Setup aufbauen, dass du halt dann 150 Watt einsetzt. Also auch da gibt es wirklich viele spannende Ansätze. Ja. Und da sind wir halt schon tief in dieser typisch Macintosh-Welt unterwegs, aber es macht auch wirklich einfach Spaß. Also wenn du die Kombination, ich habe die oft an klassischen Lautsprechern, hier zum Beispiel an den JBLs, die ich hier habe, gespielt. Es ist ein sehr, sehr schönes, tolles musikalisches Musikhören, weil halt eben, wenn man da ein bisschen empfänglich für ist, halt auch gerade diese Tradition schon einen Platz einnimmt an der Stelle. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, vielen Dank. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ne? Okay. So, jetzt hatten wir schon eine ganze Menge, ne? Yes, aber ich habe hier noch bei dir im Regal diese ganzen Blu-rays gesehen. Wie sieht's denn aus mit Macintosh und Mehrkanal? Ja, das ist ja eins meiner absoluten Lieblingsthemen, weil Macintosh ja durchaus das komplette Spektrum anbietet. Macintosh kann halt nicht nur sehr gut Stereo, sondern auch sehr gut Mehrkanal. Und das können wir uns auch gerne mal anschauen. Dafür gehen wir aber ans Rack rüber, weil die Geräte sind alle fest verbaut und die Verkabelung jetzt auseinander zu rupfen. Da gehen wir mal ein paar Meter hier rüber. Komm in Ordnung. Kino mit Macintosh, was verbirgt sich dahinter?
Was bei Macintosh sehr cool ist, dass Macintosh halt die letzten Jahre und Jahrzehnte sich nicht nur dem Stereomarkt gewidmet hat, sondern immer die Mehrkanaligkeit mitentwickelt hat und auch sehr fokussiert im Auge behalten hat, was natürlich aus heutiger Sicht oder aus heutiger HiFi-Sicht extremst viele Vorteile bietet, wenn man sich halt auch im hochwertigen Heimkinobereich bewegen möchte. Kino ist immer schnell gesagt Heimkino. Unser Fokus, wenn wir Macintosh einsetzen, liegt gar nicht unbedingt immer nur auf der Filmwiedergabe und dem typischen Hollywood-Sound. Was viel spannender ist, und da hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal das Video aus dem letzten Jahr im November in Dortmund gesehen, da haben wir ein großes Macintosh-Setup mal probeweise aufgebaut, also ein wirklich großes, und haben den ganzen Tag Konzerte gespielt. Und das ist halt was wir hier bei uns auch anbieten und Kunden damit regelmäßig begeistern können, weil eben die Performance, die Macintosh im Stereobereich liefert, super Vorverstärker, super Endstufen, Leistung, natürlich immer in Verbindung mit den entsprechend performanten Lautsprechern, eine Musikperformance im Mehrkanalbereich bietet, die man halt sonst, ehrlich gesagt, bei kaum einem anderen oder keinem anderen Hersteller in der Güte und in der Qualität bekommen kann. Wie gesagt, nochmal, es geht uns da nicht darum, den letzten Hollywood-vertonten Atmos-Kanal mit unzähligen Lautsprechern wiederzugeben. Wir spielen da ganz oft mit klassischen 5.1, 7.1, 7.2 Setups. Das Subwoofer-Thema ist ja auch gerade in den Mehrkanalsystemen bei der Musik halt immer ein Thema, wie im Film auch, ein Thema, wo man unheimlich viel rausholen kann, wo man aber auch ein bisschen Arbeit und Überlegung reinstecken muss. Deswegen unser Fokus liegt auf den 5.1, 5.2, 7.2 System, um halt auch da insbesondere im Konzertwesen eine super Performance hinzubekommen. So, ich würde euch jetzt gerne mal das ein oder andere Gerät vorstellen und euch zeigen, was Macintosh da diesbezüglich so im Angebot hat. Ja, was brauchen wir für Heimkino? Wir brauchen für Heimkino einen Prozessor. Ein Prozessor ist letztendlich das Gerät, das aus dem Bild- und Tonsignal, das halt entsprechend mehrkanalig kodiert ist, die einzelnen Audiospuren rausselektiert, sodass ich halt meine Links-Rechts-Kanäle, mein Center, mein Subwoofer, meine Rears entsprechend ansteuern kann. Jetzt kommt das Spannende. Ich habe schon ein Macintosh Stereo Setup bei mir zu Hause und möchte das entsprechend ergänzen. Wie zum Beispiel hier den MA12000. Da kann ich ohne Probleme hingehen und kaufe mir von Macintosh den kleinsten Prozessor. Das ist hier der MX100, den wir hier gerade im Bild sehen. Und kann, ohne dass ich mein Stereo Setup berühren muss oder tonal verändere, dieses System entsprechend um Mehrkanaligkeit erweitern. Dann nehme ich den kleinen Prozessor. Dann fehlt mir natürlich noch für die Rear-Kanäle und für den Center eine Endstufe. Na, da hat natürlich Macintosh auch eine entsprechende Lösung. Es gibt dann von Macintosh im Kinobereich zum Beispiel 4-Kanal-Endstufen. Es gibt von Macintosh aber auch 7-Kanal-Endstufen. Das muss man dann individuell schauen, welches System man wie aufbauen möchte. Ja, und dann kann man halt Stück für Stück die Komponenten aussuchen, erweitern und sich dadurch halt aus dem bestehenden Stereo-Setup ein tolles Mehrkanal-Setup bauen. Wie wir das hier zum Beispiel spielen, ist ein MA12000 in der Front, ein MX100 als Ergänzung, um halt das Dekodieren der Audiosignale vorzunehmen. Und entsprechend eine 4-Kanal-Endstufe haben wir im Moment in dem Setup einen Kanal über. Wir bräuchten nur 3 für den Center und die beiden Rear-Kanäle. Aber mit dem System bin ich in der Lage, aus einem bestehenden Macintosh-Stereo-Setup sehr unkompliziert und auf einem sehr hohen Niveau sofort ein Heimkino-Setup zu machen, ohne im Stereo-Bereich irgendwelche Qualitätseinbußen hinnehmen zu müssen. Was Macintosh im Kinobereich gerne macht, wie zum Beispiel bei dieser 4-Kanal-Endstufe oder ich gehe mal ein Stück hier rüber, bei der 7-Kanal-Endstufe, das ist die MI347. Jetzt merkt der ein oder andere vielleicht schon, MI ist nicht MA oder MC, wie die Verstärker und die Endstufen durchnummeriert sind. Das sind Digital-Endstufen, also Class-D-Endstufen. Da geht an der Stelle Macintosh auch den Weg, dass man von der klassischen Solid-State-Transistortechnik weggeht und auf Class-D-Endstufen geht. Einfach halt ein Stück weit der Baugröße und halt der Performance in Verbindung geschuldet. Was aber nicht heißt, dass das irgendwelche Einbußen in Richtung Tonalität oder Leistungsverfügbarkeit gibt. Jetzt denken wir mal einen Schritt weiter. Wir wollen uns ein reines Kinoset-up bauen. Wir nehmen zum Beispiel diesen MX100 als Prozessor und nehmen uns die 7-Kanal-Endstufe, die MI347. Die ist jetzt interessanterweise von Macintosh so aufgebaut, dass die ersten 3 Kanäle mehr Leistung machen als die nächsten 4 Kanäle. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass ich meine beiden Frontkanäle richtig ordentlich mit Leistung versorgen kann und die 4 Rear-Kanäle, die etwas weniger Leistung meistens erfordern, halt mit etwas weniger Leistung versorge, aber dennoch einen Verstärker habe, der diese Leistung allen Kanälen unter Volllast zu 100% zur Verfügung stellen kann. Und das ist halt leider genau der Punkt, mit dem sich der ein oder andere auch teure Heimkino-Receiver, der auf dem Markt ist und auch viele 1000 Euro kostet, leider immer wieder ein bisschen schwer tut, wenn man halt wirklich diese Leistung, die theoretisch für alle Kanäle zur Verfügung steht,
halt netzteilmäßig nicht abgedeckt bekommt. Und da legt Macintosh extremst großen Wert drauf, dass eben die Netzteil-Performance in all diesen Geräten so dimensioniert ist, dass halt die Kanäle mit der Leistung, mit der sie angegeben sind, auch alle zusammen voll ausgelastet werden können. Was halt gerade erfahrungsgemäß bei Konzerten zum Beispiel, wenn ich jetzt 5-Kanal, 7-Kanal aufgeschlüsselte Konzerte wiedergebe, wichtig wird, weil ich einfach die Dynamik und die Performance einfach jederzeit auf den Kanälen brauche. Was jetzt nicht heißt, dass ich immer mit voller Lautstärke höre, natürlich die Leistung immer voll abrufe. Aber das ist ja bei Macintosh immer das Thema, dass ich halt durch die Leistungsreserve, die ich nun mal habe, einfach eine Souveränität und eine Dynamik in den Stereoklang, dann aber auch in den Mehrkanalreinklang bekomme, der einfach Spaß macht und wo die Geräte einfach halt auch ihren Sinn und ihre Preis-Leistung wieder haben. Ja, Kino mit Macintosh. Ich habe ja schon ein bisschen was zu den Digitalendstufen, den Mehrkanal-Digitalendstufen von Macintosh erzählt. Der MI254, der MI347, das sind die 4-Kanal- und die 7-Kanal-Varianten. Für die etwas kompakteren und teilweise auch installationsfreudigeren Projekte. Jetzt ist es natürlich bei Macintosh so, wie bei den Vollverstärkern und den anderen Geräteserien auch. Es gibt halt immer so die Basic-Serie und dann gibt es die etwas größeren und die Referenzgeräte. Jetzt schauen wir uns mal die nächste Endstufe an. Wunderschön mit einem durchgehenden dreiteiligen UV-Meter vorne, wieder in der klassischen Macintosh-Optik. Das ist eine MC257. Wie der Name verrät, MC wieder eine klassische Solid-State-Endstufe. In dem Fall durch die 7 hinten in der 7-Kanal-Version gibt es als 5-Kanal- und 7-Kanal-Endstufe wieder im klassischen Macintosh-Design gebaut. Sprich dicker Trafo, klassischer Aufbau, Solid-State, kein Class D. Und das bietet sich zum Beispiel an, um halt auch als vollwertige 5-Kanal-Stufe zusammen mit einem Prozessor alle Kanäle abzudecken, respektive als 7-Kanal-Endstufe. Auch da ist es wieder dahingehend sehr clever gemacht von Macintosh. Die Kanäle haben alle die gleiche Leistung, die haben alle 200 Watt, wenn man 5 Kanäle betreibt. Wenn ich aber hingehe und nur 3 Kanäle betreibe, haben automatisch diese Kanäle 250 Watt. 3 Kanäle ist jetzt an der Stelle gar nicht so interessant. Der Hintergrund ist, dass ich, wenn ich die Stufe als Stereo-Endstufe nehme, dadurch automatisch etwas mehr Leistung und Headroom in meiner Stereo-Anwendung habe. Aber auch da sei betont, diese 5x200 Watt stehen zu jeder Zeit voll abrufbereit zur Verfügung. Also ich habe nicht eine 5x200 Watt Endstufe, die in die Knie geht, wenn ich 5x100 Watt abrufe, weil das Netzteil bei 500 Watt einfach zumacht. Nein, ich habe wirklich die volle Performance 5x200 Watt. Und ich muss es da nochmal wiederholen. Wir merken das immer, wenn wir hier gerade Konzertvideos spielen und gerade wenn es so ein bisschen lauter oder gitarrenlastiger wird, brauche ich diese Performance nicht, um die 200 Watt immer auszuspielen, aber einfach um die Dynamik und den Headroom zu bekommen, den die Musik einfach erfordert. Und das ist das Gleiche wie im Stereo auch, ist es in der Mehrkanalig gleich das gleiche Thema. Leistung ist an der Stelle sehr gut und eigentlich auch durch nichts an der Stelle zu ersetzen. Ja, natürlich gibt es bei Macintosh in der Mehrkanalwelt halt auch die Referenzgeräte. Da zählt zum Beispiel hier dieser Prozessor zu, der hier rechts neben mir steht, der MX-170, ist jetzt gerade abgekündigt, wird durch den MX-180 ersetzt. Das ist der Premium Super High-End-Spitzenprozessor, den Macintosh im Programm hat, ist leider sehr hochpreisig, aber muss man dazu sagen, ist auch extremst gut. Das ist ja auch ein offenes Geheimnis und auch schon oft diskutiert worden. Natürlich bedient sich Macintosh bei diesen Geräten halt der Technik von Drittanbietern oder anderen Produzenten, weil wahrscheinlich dann an der Stelle doch die Eigenentwicklung zu teuer wäre oder es einfacher ist, sich einfach halt Bauteile oder Platinen dazu zu kaufen. Bei dem MX-170 ist relativ viel Lingdorf-Technik verbaut worden, was es aber dahingehend wieder sehr gut macht, dass halt damit auch das Room Perfect Einmesssystem in dieses Gerät gewandert ist, was mit Verlaub aus meiner Erfahrung das bestfunktionierendste und das System ist, was nach der Einmessung einfach das beste und musikalischste Ergebnis liefert, weil halt eben nicht nur irgendwie virtuell auf irgendeinen Raum korrigiert wird, sondern wirklich gezielt der Raum, die Anlage, die Phasen, die Laufzeiten gemessen werden und nochmal aus meiner Erfahrung halt Room Perfect nach der Messung einfach das mit Abstand beste Ergebnis liefert. Nichts gegen Dirac, nichts gegen Odyssey, die machen ihren Job, aber wenn man einmal mit Room Perfect gearbeitet hat, weiß man, dass da halt auch einfach noch Luft nach oben ist. Es wäre jetzt zu aufwendig, bei dem MX-170 auf alle Details und Anschlüsse einzugehen. Er ist also wirklich rappelzappelvoll ausgestattet. Er hat Features und Möglichkeiten, womit man wirklich auch große 11-Punkt-, 13-Punkt-Systeme aufbauen kann. Bis zu 4 Subwoofer kann er verwalten. Also wir sind da schon so in der Trinov und Co. Liga unterwegs, wo es halt wirklich um große
fette, aufgebaute Heimkinosysteme geht. Was natürlich hier spannend ist, er kann gleichzeitig aber auch als durchaus hochwertige Stereo-Vorstufe fungieren. Also man muss nicht unbedingt, wenn man in einem solchen System unterwegs ist, noch die Stereo-Komponenten immer noch parallel aufbauen, obwohl es ja von Macintosh auch gleichzeitig angeboten und vorgesehen wird. Wir haben es hier tatsächlich so gemacht. Wir sehen hier gerade neben mir eine C2700, die aktuelle Stereo-Vorstufe stehen. Die beiden Geräte sind miteinander verbunden. Und ich führe mal vor, was passiert. Er ist jetzt gerade eingeschaltet, wenn ich ihn ausmache. Dann springt die Vorstufe auf einen Eingang, der vorher eingestellt war, in dem Fall Unbalanced 1. Ich kann jetzt ganz normal hier mit Stereo Musik hören, mit welchem Verstärker auch immer. Ich bin also jetzt gerade in der Stereo-Welt. Und in dem Moment, wo ich meinen Prozessor einschalte, muss man einen kurzen Moment warten, bis er hochgefahren ist, fährt er jetzt hoch, übernimmt er die Regie für das System und schaltet nach kurzer Zeit, wenn er hochgefahren ist, über ein Verbindungskabel den Vorverstärker in den Pass-Through-Modus. Jetzt ist er umgesprungen, das sehen wir gerade. Heißt, das funktioniert mit den Vorstufen von Macintosh, aber auch mit den ganzen Vollverstärkern. Jetzt ist er der Master und die Vorstufe macht nichts anderes, als die beiden Frontkanäle, die klassisch im Stereo genutzt werden, 1:1 weiterzuleiten. Also ich habe in dem Moment auch wieder ihn für meine Heimkino-Welt, wo im Heimkino-Modus alles über den Prozessor gesteuert wird. Wenn ich den Prozessor ausschalte, geht die normale Stereo-Komponente wieder in den Standardbetrieb. Sprich, ich habe ein ganz normales Stereo-Setup, wie ich es vorher auch gehabt habe. Hat den Vorteil, ich kann einzelne Komponenten im Laufe der Zeit immer wieder austauschen. Ich muss nicht ganze Systeme tauschen. Mein Stereo-System bleibt unberührt, wenn ich Stereo hören möchte, finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Unterm Strich ist das halt die Möglichkeit, audiophile Systeme aufzubauen, um sich halt nicht auf Stereo oder Mehrkanäligkeit an der Stelle beschränken zu müssen. In dem Fall nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Jetzt denkt der ein oder andere Mensch, ich habe da auf der Macintosh-Homepage schon was gesehen. Es kommt tatsächlich von Macintosh jetzt in Kürze, er ist bei uns auch im Zulauf, ich hoffe, sie kommen jetzt langsam an, ein MHT300, das ist quasi eine Kombination aus dem MX100 mit einer der Digitalendstufen in einem Gerät, sprich Macintosh bringt nach vielen, vielen Jahren wieder einen Heimkino-Receiver raus. Es ist tatsächlich ein Receiver, es ist ein UKW-Teil eingebaut. Wer das heute noch braucht, ich glaube, es hat eher testpolitische Hintergründe, weil natürlich dann ein UKW-Teil halt die Klassifizierung eines Receivers zulässt und da natürlich die Vergleichbarkeit mit den üblichen Mitbewerbern, die so unterwegs sind, gegeben sind und man halt nicht einen Heimkino-Verstärker mit einem Heimkino-Receiver vergleicht. Hört sich relativ trivial an, aber ich glaube, für mich, das ist der Grund dahinter. Wir sind gespannt. Auch da legt Macintosh großen Wert darauf und betont es bei jeder Gelegenheit, dass das halt ein Receiver werden wird, der in der Lage sein wird, die Performance, die er halt auf dem Papier stehen hat, auch gleichzeitig an alle Kanäle zu senden und eben halt netzteilmäßig so bestückt zu sein, im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern, dass er halt nicht in die Knie geht, wenn die gesamte Performance auf allen Kanälen noch abgerufen wird. Wir werden gespannt sein. Das ist ein Video, denke ich, das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt, wenn das Gerät da ist und wir uns damit auch schon ein bisschen auseinandergesetzt haben. Auch an der Stelle möchte ich nochmal betonen, ihr werdet das sehen und merken, auch da ist die Produktvielfalt von Macintosh sehr groß. Wir haben noch nicht alle Mehrkanal-Endstufen hier, die Macintosh im Programm hat. Es sind 4, 5 Stück. Es gibt 3 Prozessoren in Summe. Das bietet halt uns einerseits halt als Macintosh-Installern die Möglichkeit, dem Kunden halt wirklich sowohl im Preis und Funktionen individuelle Systeme zusammenzustellen. Ich muss dazu sagen, es ist aber auch kaum ein System wie das andere. Deswegen, wenn das für euch interessant ist und ihr euch wirklich dafür interessiert, entweder halt komplett mit Macintosh neu einzusteigen, ob auf Stereo-Ebene mit Optionen hinterher auf Kino aufzurüsten oder direkt mit einem Kinosystem einzusteigen, kommt hier hin, guckt euch die Systeme in Ruhe an. Ich erkläre die gerne im Detail. Nur ich glaube, da ist die Speicherkarte jetzt gerade nicht groß genug für, wenn man das alles jetzt hintereinander erzählen würde. Aber trotzdem danke für die Aufmerksamkeit. Kannst du noch? Ja, Mensch, meine du siehst, Güte. Das Thema ist sehr umfangreich. Hast du nicht einen trockenen Mund? Ja gut, ich meine, 10 Geräte in einer Stunde. Ich könnte letztendlich über so ein Gerät kannst du 3 Stunden referieren. Ja. Das ist, wenn du wirklich in die absolute Tiefe gehen möchtest. Danke aber, wirklich. Also hast echt einen Redemarathon hier bei mir abgelegt mit über 10 Geräten in einer Stunde ungefähr. Wahnsinn. Nee, ist aber, wie du sagst, auch sehr viel Redebedarf. Das ist sehr komplex, das ganze Thema. Aber das Heimkino-Thema ist super interessant. Ich habe das ja auch festgestellt. Du hast Dortmund erwähnt, wo ihr davor geführt habt. Ich war auch in Dortmund, ich habe mir das auch angehört. War völlig hin und weg. Und viele andere auch. Also ich habe ja... Leute sind zu mir gekommen, haben mir erzählt, hey, bei Impulstreu musst du mal reingehen. Das klingt echt wahnsinnig gut.
Also ihr habt da wirklich Eindruck hinterlassen. Und das würde ich auch an der Stelle gerne nochmal erwähnen, auch für die Zuschauer. Der Florian Ernst war ja auch da und der hat wirklich ein schönes Video auch bei euch gedreht. Ich war ja damals ohne Kamera unterwegs. Und das Video würde ich an der Stelle auch nochmal ganz kurz verlinken. Ja, wobei das natürlich halt ein System war, wo wir halt mit Audio Components zusammen einmal wirklich aus dem Vollen geschöpft haben. Da haben wir auch die großen Macintosh-Lautsprecher gespielt, haben noch einen großen JL-Audio-Sub in der Ecke stehen gehabt, mit dem Macintosh in Amerika auch ihre großen Mehrkanalsysteme gerne promotet. Und ja, da sieht man halt, was möglich ist. Das sind halt so Systeme, die man oft auf Social Media, auf Instagram, Facebook und so sieht, die aber halt, sag mal so, im europäischen oder im deutschen Raum halt seltenst mal zur öffentlichen Vorführung kommen. Wobei an der Stelle nochmal betont, die Komponenten, die wir da gespielt haben, haben wir halt auch alle hier im Studio. Mhm. Und wir werden im Grunde, ich meine, wir haben das Setup jetzt so in der Hülle und Fülle hier nicht spielbereit aufgebaut, weil es halt einfach ein bisschen fernab der Realität des alltäglichen Kundenwunsches ist. Aber es ist halt auch die Idee, halt hier nicht nur ein Macintosh-Setup und ein Macintosh-System zu zeigen, sondern wirklich, wenn jemand kommt und sich ernsthaft für Macintosh interessiert, halt wirklich die verschiedenen Komponenten und die verschiedenen Möglichkeiten halt separiert und individuell aufzubauen und vorzuführen. Das ist schon so die Idee, warum hier halt auch wirklich mehr als 10 Geräte stehen. Wir sind schon, was die Vorführung angeht, schon sehr gut ausgestattet hier. Und das ist mir auch wichtig, weil wir reden ja am Ende des Tages auch, ob es jetzt ein Gerät ist oder ob es 5 Geräte sind, immer über einen Haufen Geld. Und dann soll der Kunde halt auch wissen, was er bekommt und was er kauft und nicht gutgläubig aus irgendwelchen Prospektversprechen sich denken, Mensch, das wird schon funktionieren. Weil dafür sind gerade die großen Mehrkanalsysteme, muss ich ehrlich gesagt sagen, auch zu komplex. Da kämpfen wir hier und da auch immer mit gewissen Einstellungsthemen oder müssen gucken, dass wir es halt richtig gut an Spielen bekommen. Weil der Anspruch ist ja schon, wenn ich so viel Geld ausgebe und in die Macintosh-Liga gehe, dann muss es halt nicht nur gut sein, dann muss es perfekt sein. Und da gehört halt viel dazu. Da gehört irgendwo noch eine Leinwand und ein Beamer mit dazu. Da gehören Kabel mit dazu. Da könnten wir den nächsten Nachmittag drüber philosophieren und sprechen. Gerade im Installationsbereich hast du ja auch Kabellängen mitunter mal, die mal 10, 20 Meter lang sind. Da kommen dann ja andere Herausforderungen. Richtig. Ja. Nee, bin ich völlig bei dir. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, Paul, wir haben ja jetzt hier wirklich ausschließlich oder du hast ausschließlich über Macintosh gesprochen. War auch Ziel der ganzen Sache, das wollten wir auch. Aber du hast halt auch viele andere Lautsprecher hier. Und da würde ich gerne mal ganz kurz die Brücke schlagen. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen zeigen, was hast du für Lautsprecher da und was würdest du verwenden in Verbindung mit Macintosh? Ja. Lautsprecher ist, finde ich, immer ein schwieriges Thema nicht, aber man muss bei den Lautsprechern, der Lautsprecher ist irgendwo Mittel zum Zweck und da muss ich halt schauen, was möchte der Kunde haben. Es gibt meiner Meinung nach, wenn man sich nicht wirklich viel Mühe gibt, gibt es heute keine schlechten Lautsprecher mehr. Nimm, du hast ja vor Zeit selber bei dir gehabt, eine kleine Acoustic Energy für ein paar hundert Euro, ein Zwei-Wege Bookshelf-Lautsprecher. Der spielt für die Preisklasse, spielen die Kisten fantastisch. Natürlich spielen die nicht wie ein 7.000, 8.000, 9.000 Euro Bookshelf-Lautsprecher, aber das kann man ja auch nicht verlangen. Aber für einen 300, 400, 500 Euro Lautsprecher ist es richtig gut. Und so staffelt sich das halt hoch. Wir sind da eher daran interessiert, den Lautsprecher, weil meiner Erfahrung nach wird der Lautsprecher eigentlich immer als der größere Störfaktor gerade im Wohnraum empfunden. Das muss man ja einfach mal so sehen. Wir haben Kunden, die sich halt separierte Hörzimmer bauen, da ist das egal. Aber wenn die Anlagen in die Wohnräume integriert werden, ist der Lautsprecher immer der Faktor, der optisch passen muss, weil er halt als erstes frei im Raum steht, im Weg steht und irgendwo störend wirkt. Da sind wir sehr gut unterwegs mit Sonos Faber, die ja einerseits sehr Macintosh-nah sind durch die Company-Zugehörigkeit, sehr gut miteinander performen, aber halt auch einfach von der Verarbeitungsqualität, von der Optik, von der sehr organischen Form, von den Werkstoffen, die sind ja sehr, sehr holzlastig, die Sonos Faber-Geschichten, einfach perfekt in moderne Wohnräume und in moderne Wohnambiente passen. Lautsprechermäßig sind wir unter anderem auch mit Paradigm unterwegs, insbesondere mit der Persona-Serie. Einerseits, weil sie fantastisch spielt, muss man einfach mal sagen. Das ist ja so diese 6.000 bis 15.000, 14.000 Euro Liga, die ja eigentlich bei vielen Hi-Fi-Stereo-Fans sehr beliebt ist. Und ich mit der Paradigm einen sehr modernen, sehr schnell, sehr knackig spielenden Lautsprecher habe, die von der Innovation ein bisschen weiter sind als Sonos Faber, auch ein bisschen moderner aussehen, haben Beryllium-Mittel- und Hochtontechnik. Das merkt man auch. Es ist
für einen geschulten, aufmerksamen Hörer ein ganz, ganz toller Lautsprecher, der unheimlich roh und musikalisch spielt. Die Sonos Faber ist immer mehr so der Rotwein-Lautsprecher, typisch italienisch. Also toll, toller Lautsprecher, tolle Klangbilder, aber halt im Ganzen etwas wohlwollender, gemütlicher. Da sind die Kanadier deutlich spritziger unterwegs. Aber die Kanadier können den Lautsprecher in diversen Finishes liefern, ob in Weiß, in Schwarz, in Silber, in Ferrari Rot, in Waldgrün, letztendlich in jeder Farbe, wie du es haben möchtest, mit einem sehr überschaubaren Aufpreis. Mhm. Du kannst die Membranen in Silber und in Schwarz bestellen, du kannst die Blades, die davor gebaut sind, in unterschiedlichen Farben bestellen. Bei Paradigm jetzt. Bei Paradigm, ja. Ja, und da kannst du natürlich, wir sind ja auf einem recht individuellen Kundenkreis unterwegs, und da ist es halt schon mal wichtig, sagen zu können, natürlich können wir einen Lautsprecher auch in Midnight Blue anbieten zum Beispiel. Und das kommt an, also das mögen die Kunden. Was wir ja hier auch schon mal bei anderen Videos halt erwähnt haben, wir haben halt auch viel Installationslautsprecher. Wir haben mit Stealth Akustik und Sonos Lautsprecher, die wir halt komplett in die Wände einspachteln können. Und das gibt uns halt super Kombinationsmöglichkeiten. Du stellst eine tolle Sonos Faber als Frontlautsprecher in den Raum, hast aber halt nur zwei Lautsprecher stehen, bist aber trotzdem in der Lage, dir zum Beispiel mit den unsichtbaren Lautsprechern dein Kino aufzubauen. Oder sei es zumindest für die Surround-Kanäle in den Decken und in den Wänden weiter hinten liegend, brauchst du halt nicht ein riesen Volumen und einen riesen Aufriss an Lautsprechern, die halt im Raum stehen und den Raum auch irgendwo vielleicht ein Stück weit stören. Das kannst du dann halt super kombinieren, und da liegt so ein bisschen die Würze drin, wie wir das Ganze leben. Aber soll ich dir einfach mal ein paar Lautsprecher zeigen, die wir hier haben? Total gerne, ja. Komm, Rundgang. Du stehst direkt, komm mal, können wir direkt hier bleiben. Absolut beliebter Lautsprecher, die Olympica Nova Serie von Sonos Faber ist vor wenigen Jahren, vor 3 Jahren, glaube ich, auf den Markt gekommen. Mhm. Wunderschönes Walnussfinish mit Edelstahlentasien oben, mit lederbezogenen Details, wie Sonos Faber das gerne macht. Also ist leider kein veganer Lautsprecher, aber da muss man halt leider... Ein echtes damit, Leder? Ist echtes Leder. Da ist tatsächlich wie bei den Handtaschen ein kleines Ledermuster mit dabei, wenn du es kaufst. Also typisch italienisch. Gibt es inzwischen auch in Klavierlack schwarz. Die stehen da hinten. Komm rüber. Hier die wunderschöne Sonos Faber Olympica Nova 2 in Klavierlack schwarz. Genauso toll gearbeitet. Und so ein Klavierlack müsst ihr euch erstmal angucken. Das können nur die Italiener. Dazu gibt es selbstverständlich den passenden Center mit Standfuß und natürlich die passende Wall-Variante zum hübsch an die Wand hängen. Natürlich hat Sonos Faber auch gute Subwoofer in groß und schwer und schwarz und natürlich in klein und weiß und etwas handlicher. Ein absolut toller Lautsprecher, die Sonetto 3 von Sonos Faber, die kleinste Standbox aus der Serie. Ein absoluter Tipp in Wenge, super gearbeitet, traumhaft schön und tonal für die Preis-Leistung echt der absolute Hammer. Einer meiner absoluten Lieblinge im Moment, die neue Motion XT-Serie von Martin Logan mit einem neu entwickelten Bändchenhochtöner. Ein schöner kleiner Einstiegs-Bookshelf-Lautsprecher, tonal, was ich bislang gehört habe, erste Sahne, richtig cool. Paradigm Persona Serie, hier die kleine Standbox, die 3F, in Sonic Silver. Aber wie vorhin schon erwähnt, nicht nur das eigentliche Finish ist wählbar, man kann die Linsen und die Tieftöne auch entsprechend in der Farbe anpassen, kann man super geile Looks mitbestellen. Hier die 7F, Klavierlack, schwarzes Gehäuse, silberne Blade, schwarze Linsen, schwarze Tieftöne. Perfekte Optik. Und hier natürlich einer meiner persönlichen Highlights, die JBL L100 Classic. 3 Farben wählbar, JBL Blau, Orange oder in Schwarz, aber natürlich am besten ohne Abdeckung mit originalweißem Tieftöner. Geile Loftoptik, geiler Lautsprecher, da macht's Musik hören richtig Spaß mit. Bei Subwoofern arbeiten wir auch gerne mit den Amis JL Audio zusammen, weil sie einfach unglaublich musikalisch sind und einen unheimlich schönen Punch machen. Hier der Phantom 113. Und den gibt es auch 1:1 in der Einbauvariante. Wie ihr seht, ein Volumen in die Wand eingebaut und unten guckt nur noch der Tieftöner raus. Mega Tipp.
Auch der Einstieg mit dem kleinen Domino, mit einem kleinen 8 Zoller drin, ist schon ein richtig guter Bass, der in kleinen Räumen unglaublich viel Leistung bringen kann. Naja, und wenn es eine Nummer größer sein darf, wir haben natürlich auch noch den Gossem hier mit unendlich viel Endstufenleistung, unglaublich leistungsstarken Tieftönern drin. Das Ding ist wirklich erdbebengefährdet. Ja, Dimi, kleiner Flug durch die Welt unserer Lautsprecher. Schöne Lautsprecher hast du im Programm, wirklich. Tja, und jetzt das Highlight zum Schluss, ne? Unser beider Highlight, ne? Das sind ja die Lautsprecher, die wir beide so feiern. Ja, vielen Dank nochmal, dass du mir damals die SE-NF3 geliehen hast, weil die habe ich dann von dir bekommen, habe mein Review dafür gedreht. Inzwischen habe ich auch die MF4 bei mir, damit ich auch dafür ein Video mache. Und habe aber selber schon reingehört, die sind fantastisch, die Lautsprecher, wirklich sehr, sehr gut. Aber wiederum so speziell, dass man mit so einem Klangeindruck, den ich jetzt so vermittle, das schafft man eigentlich, den anderen nicht näher zu bringen. Und deshalb, und das ist jetzt an euch gerichtet, liebe Zuschauer, haben Paul und ich uns was Besonderes überlegt, um halt diese Lautsprecher ein bisschen euch näher bringen zu können, haben wir ein gemeinsames Event geplant. Und zwar eins bei mir und eins bei Paul hier im Hause. Das wird an zwei verschiedenen Daten stattfinden. Dafür werde ich aber nochmal ein extra Video machen und das ankündigen und euch genau mitteilen, was wir da uns überlegt haben. Also wer das gerne verfolgen möchte, unbedingt auf den Abo-Button klicken, damit ihr das auch nicht verpasst. So, und jetzt? Ja, haben wir ja schon eine ganze Menge Geräte gesehen, würde ich sagen, oder? Das war's, oder wie? Ja, ich glaube, das Wichtigste haben wir uns zumindest für heute jetzt schon mal angeguckt. Das kann sein, aber ich habe noch ein Gerät gesehen, was ich ziemlich spannend finde und davon hast du noch nichts gesagt. Kann ich es mal holen? Ja, mach mal. Oha. Den finde ich nämlich ziemlich spannend und ich hatte schon gehofft, dass du mir ein bisschen was dazu erzählst. Das ist ein Plattenspieler und hat noch Lautsprecheranschlüsse hinten, also ein All-in-One. Gerät, oder? Ja, das ist die eierlegende Wollmilchsau von Macintosh. Das ist tatsächlich der MTI-100, nennt er sich. Das Integrated Turntable, wie die Amis es so schön nennen, ist wirklich ein super spannendes Gerät. Es ist, ein, wie du schon gesagt hast, ein hochwertiger, riemengetriebener Plattenspieler mit einem Sumiko-System vorne dran. Hat einen sehr schönen Phonovorverstärker unten gekapselt im Gehäuse eingebaut. Hat einen Stereo-Röhren-Vorverstärker, also im Grunde auch wieder ein Hybrid-Drive. Also Röhrenvorstufe und hat dann aber eine Class D Endstufe hinten eingebaut mit 2x80 Watt. Also eigentlich komplett das Macintosh-Patent einmal hier drauf. Einmal alles durch, genau. Mhm. Und er hat, jetzt kommt das Spannende, wenn du hinten nochmal guckst, er hat eine Antenne, also du kannst direkt per Bluetooth auf das Gerät drauf streamen. Ja. Du hast Digitaleingänge, du hast Analogeingänge, du kannst also ohne Probleme noch einen Fernseher oder irgendein externes Gerät dran anschließen. Mhm. Du hast eine Vor-Endstufen-Auftrennung, sprich du kannst ihn auch als reinen Player nutzen und halt entsprechend noch eine größere Endstufe, größere Lautsprecherkombination damit entsprechend antreiben. Wobei, ich muss dazu sagen, wir haben das Gerät an normalen kleinen Lautsprechern, kleinen Standlautsprechern, Bookshelves gespielt, also die 80 Watt Class D Power, die er hat, reichen schon, um damit auch richtig Freude zu bekommen. Hat noch einen Subwoofer-Ausgang, dann sind wir wieder bei dem Thema, dass man halt gegebenenfalls noch einen kleinen Bass irgendwo verstecken kann. Und mega cool. Das ist ein Gerät, du siehst hier gleiche Optik, wie die Verstärker, alles mit einer schwarzen Glasplatte gebaut. Hier ist das Macintosh-Logo beleuchtet. Die Röhren haben die gleichen Körbe wie die 252, 352 Serie, also ein bisschen Retro-Vintage angehaucht. Das ist ein Macintosh-Gerät für jemanden, der auf das ganze Große keine Lust, kein Budget, kein Platz, was auch immer hat. Oder es gibt halt auch durchaus Leute, die Spaß an dem Gerät finden, die halt ein großes Macintosh-System irgendwo haben und sich das wirklich so als Zweitanlage und als kleinen Luxus gönnen, dass wenn man halt nicht mit dem großen System hört, wenn man, weiß ich, im Büro oder im Ferienhaus ein Macintosh-Turntable, nein, aber die halt sagen, Mensch, wenn ich dann doch schon ein kleines System, ein All-in-One kaufe, dann soll es auch bitte auch ein Macintosh sein. Also ich kann es mir auch vorstellen für Leute, die jetzt überhaupt gar nicht Macintosh auf dem Schirm haben, die Marke jetzt im Prinzip auch gar nicht interessiert, aber das als Problemlöser suchen, einfach weil es kompakt ist. Du hast nicht eine Anreihung von Gerätschaften, die da irgendwie rumstehen. Das ist wirklich nur ein Gerät, was Verstärker und Quelle gleichzeitig ist, nämlich Platte. Und dann fährst du auch noch total
oldschool. Kannst aber auch modern sein, wenn du dein Handy zückst und das per Bluetooth machst. Ist vielleicht nicht die beste Qualität. Machen wir uns nicht so, aber vielleicht. High Definition Bluetooth Receiver ist, also es ist ja aktueller Standard. Das weil es ist nicht Kern High Fidel, aber zum Musik hören ist es schon wirklich, es geht. Es macht auch viele, macht auch Spaß. Viele Leute, die Plattenspieler hören, die wollen eigentlich gar nicht streamen. Und dann ist es für die eine tolle Lösung, dass man halt doch mal, wenn sie es dann mal nutzen wollen, per Bluetooth schnell rüber streamen. Oder am Samstag das Fußballspiel oder was auch immer. Und für denjenigen, der dann doch vielleicht ernsthafter streamen möchte, hast du ja immer noch digitale Anschlüsse auch. Optisch wie koaxial. Ja, siehst du. Und du hast noch einen Cinch Aux-In. Also letztendlich, wenn man mal ehrlich ist an der Stelle, nichts, was man vermissen würde. Das ist total minimalistisch. Das ist richtig cool. Jetzt, das ist, muss man Macintosh halt an der Stelle auch wieder lassen. Es ist halt nicht so ein lieblos zusammengewürfeltes Gerät, wie ich finde, das halt bei All-in-Ones leider oft der Fall ist, dass es halt so versucht wird, so die eierlegende Wollmilchsau irgendwie zu kreieren. Es ist wirklich jede Komponente, sowohl Tonarm, Plattenspieler, Plattenteller, Vorverstärkung, der Verstärker, es ist alles ordentlich gebaut. Und das muss man den Amerikanern einfach lassen, dass sie da halt viel Wert drauf gelegt haben, jetzt nicht irgend so ein Jet-Set-Lifestyle-Ding zu bauen, sondern halt auch da den Anspruch haben, für das Gesamtpaket, was man da bekommt, halt auch wirklich eine super Performance zu liefern. Und Tonabnehmersystem, ist das von Haus aus mitgeliefert? Das ist komplett spielfertig sogar mit drauf. Okay, oh, sehr cool. Ja. Ja, danke dir. Auch überhaupt für die ganze Vorstellung aller Gerätschaften. Das hat mir super gefallen. Ich glaube, das ist auch für die gesamte Community eine Bereicherung, dass du mal ein bisschen in die Tiefe gegangen bist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt es in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat, welches Gerät euch vielleicht auch am meisten gefallen hat. Und wenn ihr die ein oder andere Frage habt, dann schreibt es auch in die Kommentare und dann Paul und ich werden uns wirklich bemühen, alles zu beantworten. Danke nochmal. Vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass du nochmal in Mülheim warst. Sehr gerne, ich komme wieder. Und ja, du wirst mich nicht los. Hoffentlich konnte ich deine Begeisterung weiter etwas schüren. Definitiv. Für diese etwas spezielle, aber doch sympathisch liebenswerte Marke. Falls ihr noch ein paar Videos sehen wollt, die wir bereits schon gemacht haben, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, dann verlinke ich die genau an der Stelle. Bis bald. Ciao. Ciao.